passt das alles. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen, und heute sind mehrere Leute da. Oh mein Gott, zum einen ist Thorin da, beziehungsweise der Charakter ist Thorin. Es ist Kronos, der uns heute tatkräftig unterstützen wird mit seinem Zweihanddrachen. Und nicht nur er ist dabei, sondern wir haben auch Zuschauer. Wir haben Live-Zuschauer. Hier unten hoffe ich mal, dass ihr jetzt den Chat seht. Oh Gott, ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Das ist jetzt so ein bisschen im Vorfeld. Mal gucken. Das Ganze läuft als oder während des Livestreams am Samstag. Und hatte ich ja angekündigt in der ersten Folge, glaube ich, dass ich das gerne machen möchte. Heißt, es wird vielleicht das eine oder andere geben, auf das ich reagiere, was aus dem Stream-Chat kommt. Und wenn nichts mit dem Spiel zu tun hat. Gut, lange noch gequatscht. Thorin wird schon langweilig. Wir müssen mit Zoe reden. Es geht ja immer noch darum, wir müssen die Krone finden. Wir haben eine heiße Spur. Zoe, was hast du denn da zu sagen? Zum Glück ist euch nichts passiert. Ja. Ihr habt den Näschern ordentlich eingeheizt. Aber wir sind der Krone so nah. Hier müssen wir rein ins Näscherversteck. Dort verstecken sich die. Erst die Krone stehlen, erst hier groß auf dicke Hose machen. Und dann... verstecken sie sich und zünden auch noch ihr Haus an. Komische Typen. Komische Typen. Momentan läuft auch noch die Umfrage für die... Oh Gott, ich habe schon lange... Jetzt ist schon wieder ein bisschen her, dass ich den Charakter gespielt habe. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man spielt. Ich bin gerade total auf den Kleriker. Noch die Umfrage, welche Items wir nehmen und welche nicht. Ich glaube nicht, dass die Ausrüstung Level 6 legit ist, Thorin. Eine Blitzverzauberung hat man, glaube ich, noch nicht auf Level 6. Ich habe kein Diebespaket. Kann ich nichts mehr machen. Wie warm das hier sein muss. Bei dem ganzen Feuer. Naja, sonst können wir auch... Sonst können wir jetzt auch... Wenn du nicht dran hältst, können wir auch Venux mitnehmen, der mit seinem Level 51 Charakter mitspielen wollte. Das ist dann ja auch total... Weiß ich nicht. Dann sieht man ja nicht, wie das ist mit Level 7 im Level 7 Gebiet, wenn ich mich ausrüste. Und da wir die Frage noch nicht beantwortet hatten, also da die Umfrage noch läuft, wäre es schon schön erstmal, dass man sich noch dran hält, wenn wir jetzt, ne, falls das in der Umfrage sich ergibt, dass wir auch auf die Items von höheren Charakteren zugreifen können. Ab dem Moment kann man das ja anders machen. Aber bis dahin würde ich mich schon sehr freuen, wenn du dich auch dran hältst. Ab dem, wenn die Umfrage ausgewertet wurde, ist das was anderes. Gut, wir finden hier natürlich ganz, ganz viel aus den Mitteilungen von den Näschern. Wir haben ja die Zeit, das Haus brennt ja nur. Ist ja nicht so, als ob. Ist ja eine Holzkonstruktion. Die wird nicht... Das Haus hier aus Holz und Stein und Lehm wird nicht über uns zusammenbrechen, während wir hier rumlaufen und alles brennt. So diese, hier oben der Dachstuhl, ne, das wird nicht zusammenbrechen. Nee, das passt. Warum ist das schwarz? Naja. Auf die Tür! Genau, was für Feiglinge. Jetzt läuft er auch noch weg. Sag mal. Kein Ding, Venux. Was für Feiglinge. Da laufen die einfach weg. Unser Abenteuerrucksack. Damit ist schon mal die Problematik ein bisschen erledigt. Denn wir kriegen damit mehr mehr Inventar-Slots. Yay! Und jetzt sollten wir, glaube ich, hier rausgehen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das der noch sehr lange halten wird. Warum brennt das eigentlich? Was haben wir nicht mitbekommen? Warum brennt das? Warum steht hier alles in Flammen? Hä? Naja. Zoe! Zoe, warum brennt das hier? Kasu für die Näsche an. Ja. Aber warum brennt das hier? Neuen Hellen. Ist entkommen.
Na gut, Kasov ist entkommen, aber das heißt, wir müssen ihm weiter folgen. Der ist im Hauptquartier und es gibt da natürlich noch ein paar andere Sachen. Genau, wir müssen die erstmal ablenken. Wir müssen die Nasher ablenken, denn in ein voll bestücktes Versteck der Nasher möchte man nicht eindringen. Das kommt nicht so cool. Also versuchen wir, indem wir ein paar Vorratskisten anzünden, die Nasher rauszulocken, damit wir dann weniger Gegenwehr haben. So, derweilen werden wir einmal das lernen. Keine Ahnung. Das ist doch langweilig. Hi Tommy, wie geht's? Wie steht's? Oh, warte mal, hier ist noch was. Hä? Wieso wird mir da noch eine Quest angezeigt? Okay. Ich interpretiere das als Bug. Dann nehmen wir das so hin. Ja, bin ich. Denn ihr seid die Bösen. Ganz offensichtlich. Und man ist immer gegen die Bösen. Die Frage steht immer noch im Raum, wen hatte die Dame, die hier... Wie hieß sie? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte mal, wie hieß sie? Muss mal gerade ganz kurz nochmal... Wo ist sie denn? Da! Hazel! Hazel Brugger! Wer hat Hazel Brugger auch... Also nicht Hazel Brugger. Wer hat Hazel auch synchronisiert? Beziehungsweise wen hatte diese Dame auch synchronisiert? Vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere Idee dazu. Noch möchte ich es nicht auflösen, an wen ich da denke. An welche Rolle. Hier gab es früher auch mal noch eine weitere Quest. Oder das war eine klassenspezifische Quest. Auf jeden Fall hatte ich von irgendwie, ich glaube, dem Kind oder so, eine Quest bekommen. Oder hier stand mal noch jemand. Ich glaube, Hazel stand hier. Ich glaube, früher, weil hier steht dann noch diese Kiste. Die hat, glaube ich, keine weitere Relevanz, diese Belohnungskiste. Die aber, ja, nicht ohne Grund da steht. Naja. God of War, den neuen, meinst du den, Schledi, meinst du den neuen God of War Teil? Warum die Nasher ihre Vorratskisten draußen irgendwo in die Landschaft stellen, habe ich nicht wirklich verstanden. Ich hätte die ja irgendwo, wenn ich die schon ausgeladen habe, was sie hier offensichtlich sind. Sie sind ja auch hier direkt... Also sie stehen ja nicht alle hier direkt am Hafen, sondern noch ein bisschen weiter landeinwärts. Man hat sie also schon mal von A nach B transportiert. Warum hat man sie nicht weiter transportiert? Zum Beispiel ins Versteck. Aber naja, die Nasher werden sich dabei schon was gedacht haben. Wen haben wir denn verraten? Wen haben wir denn verraten? Ah, ich brenne! Ah, ich brenne! Ah, ich brenne! Okay. Wieder. Ist schon wieder alles in Ordnung. Das hier ist auch ein Gebiet, was man später mit Level 70 nochmal besuchen wird in der Kampagne. Underdark oder? Ah, nee, es ist nicht Underdark. Es ist in der Kampagne Maze Engine. Da muss man nämlich hier nochmal später hin. Aber, was wir uns auf jeden Fall auch noch angucken, Kratos und Sohn GmbH? Was? Wieso Kratos und Sohn GmbH? Ist hier hinten. Hier, ganz gut versteckt hinter einem Schiff, ist ein Ausspähstein. Und dann sehen wir mal ein bisschen was vom Black Lake, der dem Viertel natürlich seinen Namen gegeben hat. Black Lake Viertel, Black Lake. Und der ist dezent eklig geworden durch diesen ganzen Schleim. Durch diesen, ne? Den Hazel ja auch untersucht. Und das Ganze ist jetzt einfach kein schönes... Kein schöner See mehr, der die Einwohner hier mit Wasser und vielleicht auch Fisch versorgt, sondern es ist halt einfach wirklich ekel, Matsch, Pampe. Ein Grund mehr, nicht hier wohnen zu wollen. Und die Leute, die keine andere Wahl haben, werden dann auch noch von den Nashern hier bombardiert sozusagen. Hey, lasst uns rein. Auch das macht man später ja nochmal im Flussviertel. Im Flussviertel kommt man ja auch, oder in der Kampagne Cloaked Ascendancy,
kommt man ja auch nochmal hierher. Finde ich fantastisch. Ich bin ja immer so ein... Hatte ich ja... Erwähne ich ja immer wieder gerne. Ich bin ja so ein großer Freund davon, wenn man in alte Gebiete nochmal zurückgeht, wenn man nochmal alte Charaktere wieder trifft, damit es lebendig wirkt. Denn natürlich, wir waren schon... Das hier ist das erste Gebiet, was man wirklich besucht. Und dann ist man hier lange Zeit eigentlich nicht mehr. Und dann macht es nur Sinn, dass hier neues Böses oder altes Böses sich wieder neu aufbaut. Nie unser Lord! Ein Ruf zu den Waffen. Ja, hier oben ist ein kleines Secret, wo man sich hinbasteln muss. Und da ist ein Beutel mit Sachen drinne. Der aber nur dann da ist, wenn man halt hier... Also der ist nur einmal dafür ein Charakter. Ich habe keine Arcane-Pakete mehr. Yay! Im Flussviertel. Oha. Nesha für Lord Nesha. Erfährt man ein bisschen mehr über Nesha und die Beziehungen zwischen den Leuten. Tommy, je nachdem, also wir machen jetzt gerade ein bisschen so Aufnahme hier fürs Let's Play. Und deswegen spielen wir mit dem kleinen Charakter. Aber falls du danach noch, also falls du so lange warten kannst, helfe ich dir danach mit meinem großen Charakter. Ist nur die Frage, wie lange du warten möchtest. Und kannst natürlich auch. Die Tür war fest verschlossen. Hallo. Ist das, was ist das eigentlich für ein Symbol? Ist das ein Bullenkopf, wo ein Schwert durchsteckt? Ich weiß ja nicht, ob ich damit irgendwie Anhänger finde mit einem aufgespießten Bullenkopf. Er ist ein Drache. Kein Hund. Er ist ein Drache. Oder ein Drachengeborener. Kein richtiger Drache, aber... Definitiv kein Hund. Und ich auch nicht. Ich bin entweder ein Sonnenelf. Sonnenelf. Oder ein Kaninchen. Aber beides mal kein Hund. Oh, warte mal, ich sollte mich vielleicht heilen. Heilung? Was muss ich bald einen Heiltrank nehmen? Das darf ja nicht sein. Erst großspurig ankündigen. Man kann mit dem Paladin, mit dem Tank hier durchgehen, ohne einen Heiltrank zu nehmen. Und dann habe ich hier gleich Probleme. Kasov. Alte Hütte. Schöne Höhle hast du. Muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir, wie du dich hier eingerichtet hast. Doch. Ist sehr schön. Yay! Ja, Kasov ist tot. Da liegt er da nieder. Aber er ist nicht tot. Nein, liebe Kinder, er ist nicht tot. Er hat sich nur schlafen gelegt. Immerhin haben wir ja eine Keule. Und mit einer Keule kann man nicht töten, sondern nur schlafen legen. Ach, eine Giftfalle. Ah, wie gemein. Tot. Man plündert keine Banditen. Wir haben die Krone. Jetzt setze ich mir die Krone auf. Ah, ich kann mir die Krone nicht... Wieso kann ich mir die Krone nicht aufsetzen? Warum ist das... Ich könnte entsorgen. Nein! Ich will die Krone von Neverwinter tragen. Ich kann nicht mal gucken. Ich kann es nicht mal als Vorschau anzeigen lassen. Manno! Und jetzt haben wir den verdreschenden Streitkolben. Ich meine... Schon ein guter Name für einen Streitkolben. Verdreschender Streitkolben. Ein heilender Streitkolben wäre auch gut. Ja, die Fallen nehmen definitiv ab. Man hat später ganz, ganz wenig, was noch irgendwie wirklich klassenspezifisch... Also gerade Fallen war ja das, was sehr häufig aufgefallen ist, weil die Trickster-Schurken damit einen sehr großen Einfluss auf den Dungeon haben konnten. Gerade solange man kein VIP... VIP Stufe 7 hat und wirklich Verletzungen von den Fallen bekommt. Da waren Kleriker... Trickster-Schurken, so heißen sie. Wirklich, wirklich relevant.
um die Fallen zu entschärfen, zu sehen und zu entschärfen. Und das war immer weniger bis gar nicht mehr. Das hat sich, glaube ich, wirklich durch den Teamwechsel so ergeben. Weil das Team sich geändert hat, hat das Ganze sich geändert. Und das hier ist übrigens, wir hatten ja auch davon gehört, dass irgendwo Malereien dran sind. Und ich frage mich, ob das eine Vorschau auf das ist, was im Flussviertel dann passiert. Durch Cloaked Ascendancy. Na, mit von wegen, ja, hier, in einer unbekannten Sprache, beunruhigende Symbole und Zeichen, die als diabolische, böse und Teufelsanbeter. Und wir wissen ja, dass es in Cloaked Ascendancy dazu kam oder kommt, je nachdem, aus welcher Zeit man gucken möchte, dass hier jener, die aus dem Abgrund, glaube ich, entkommen sind, ich glaube, es war Abgrund, dass die hier wieder Fuß fassen. Und ich meine mal ganz ehrlich, der Typ, der anheuert, der bei den Näschernden ist und dafür zuständig ist, die neuen Rekruten anzuheuern und zu sortieren sozusagen und auszubilden, ist ja auch so ein riesiger Flammenatronach mit Rüstung. Und das passt zu dem Bild, was wir hier haben. Wer bist du eigentlich? All Jerry. Hey, All Jerry. Dieses Plätzchen gehört mir. Sucht euch ein anderes. Ist okay. Fragen? Was für Fragen habt ihr für Old Jerry? Was macht ihr an einem Ort wie diesem? Überleben, was denn sonst? Hier ist der einzige Ort, an dem mir nicht von der Stadtwache nachgestellt wird. Hi Nico, hallo. Wie geht's? Ich habe keine Bleibe, deshalb hause ich auf der Straße oder wo immer ich ein Plätzchen finden kann. Die Wachen finden das gar nicht gut. Deshalb habe ich mich hier abseits von allem verkrochen. Habt ihr gerade Waterdeep? Habt ihr gerade Waterdeep gerufen, was nicht im Text steht? Ach doch, es steht. Waterdeep, die wahre Stadt des Überflusses. Den trifft man doch auch später wieder. Den trifft man doch auch später wieder. Wann trifft man ihn wieder? In irgendeiner Kanalisation. In irgendeiner Kanalisation trifft man, kann man den wieder treffen. Wie geil. Ganz einfach, weil ich nichts habe. Diebe interessieren sich nur für einen, wenn man etwas hat, das sie stehlen können. Ich hatte mal eine Menge Zeug. Echt tolle Sachen habe ich gefunden. Damals hatte ich noch einen kuscheligen Ort in der Kanalisation. Aber dann tauchten immer mehr Abenteurer auf und wollten epische Beute. Alles ist weg. Baldur's Gate. Erstmal sagt er, Baldur's Gate ist natürlich das Spiel. Teil 1 und 2. Ich überlege gerade, schon viel zu lange her, dass ich Teil 1 und 2 gespielt habe. Kam da All Jerry irgendwo vor? Kabal, genau. Kabal der Gebrechliche. Genau, stimmt, Schledi. Richtig so. Ja. Hatte ich nicht mehr. Namen habe ich sowieso nicht im Kopf, aber. Sie ist die Heimat der flammenden Faust. Ist. Lasken. Lasken? Das ist doch. Lasken, da kommt doch der verwirrte Magier später her. Der dieses Gefecht auch hat. Kommt All Jerry, der kommt doch später irgendwo nochmal vor. Ich hab doch. Ich weiß, dass man den in einer Kanalisation wieder trifft. Ha, ich weiß nicht wo. Kann auch sein, dass ich da an ein anderes Spiel denke. Das weiß ich nicht. Und Baldur's Gate ist natürlich ein Erlebnis, was sehr, sehr bekannt ist. Die Erlebnisse um Baldur's Gate, also in Teil 1 und 2, hat ja auch an der Schwertküste gespielt. Und da hat man natürlich auch Einfluss auf die Schwertküste gehabt. So. Nox, wir haben Nachricht. Wir haben die Krone leider nicht finden können. Das tut mir so schrecklich leid. Aber guck mal, wie schönes Diadem ich jetzt plötzlich auf dem Kopf habe. Nein, wir geben die Krone natürlich zurück. Keine Sorge. Gucke mal hier. Das Enclave braucht eure Hilfe. Enclave. Sie heißt Enclave. Die Krone von Neverwinter ist sicher. Die Rebellion der Nasher zerschmettert. Den vielen Opfern von Karsof Gerechtigkeit verschafft. Ich wusste, ihr seid gut. Ja, wir sind gut. Erfolge, ja. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, das kann man sein.
Wenn ich daran denke, dass ich euch damals an der Brücke des schlafenden Drachen beinahe abgewiesen hätte. Nun, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe und ihr in Neverwinter geblieben seid. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja, natürlich sind wir gut. 60 Jahre im Fremden Reich, das muss ich mal hinkriegen. Und ich glaube halt, dass das vielleicht schon alles so ein bisschen Foreshadowing ist. Dass das alles, dass sie damals, als sie das gebaut haben, schon überlegt haben, wir machen irgendwie später so etwas. Entweder mit Baldur's Gate, dass Baldur's Gate mit eingebaut wird, oder die Geschehnisse um Baldur's Gate mit eingebaut wird, oder Lasken und sowas. Das haben sie ja so mehr oder minder gemacht mit Flussviertel, mit Cloaked Ascendancy. Ja, Level 9, woo! Und jetzt gibt es ganz viele Quests, die wir natürlich alle annehmen. Wir haben Nestai. Ich habe zufällige Berichte vom Marktplatz der Sieben Sonnen erhalten. Die Kobolde sind in der Stadt los. Wir dürfen sie nicht außer Acht lassen. Ah ja, sonst das machen wir, Kobolde, hier in Neverwinter. Das darf natürlich nicht sein. Ein grandioses Spiel. Ein bekannter Tu-nicht-gut ist nach Nein, danke schön, das machen wir nicht. Das ist die Quest für das Daily, für das Event, was gerade läuft. Auch da läuft ja noch die Umfrage zu den Fragen, wollen wir mit diesem Charakter diese ganzen Event-Sachen mitnehmen oder lassen wir sie weg? Deswegen, weil die Umfrage noch läuft und noch keine Aussage gefunden ist, nehme ich die Quest nicht an. Das Turmviertel ist in Aufruhr. Die Orks vom Vielpfeilestamm haben weite Teile unter ihrer Kontrolle. Ah, diese verdammten Orks. Diese verdammten Zwerge. Orks meine ich natürlich. Immer diese Zwerge. Und die Seeren. Diese haben wir ja schon kennengelernt. Mit der reden wir auch als erstes. Denn die hat sich in den Katakomben unter der Halle der Gerechtigkeit oder in dieser riesigen Bibliothek unter der Halle der Gerechtigkeit einen schönen Ort gesucht. Und mit der wollen wir reden. Sie hatte ja schon unseren Namen gekannt, als wir sie befreit hatten, gerettet haben. Gerne, Tommy. Und wenn du Fragen hast, immer, Tommy, wenn du irgendwas hast, immer gerne raushauen. Entweder ich beantworte es so, auch jetzt, oder irgendjemand anders beantwortet. Es sind ja auch andere Leute da, die jetzt gerade hier zugucken und mitschreiben und auch Plan von Neverwinter haben und vielleicht dann besser antworten können als ich. Oder es lohnt sich dazu, ein Video zu machen. Schwebende Kugeln. Ah, oh, das ist ja hübsch. Ja, wir sind, ja, wir sind hier richtig. Ja, definitiv. Es gibt große Taten, oder große Taten liegen auf dem Weg, den wir beschreiten wollen. Sie als Seherin kann in einem gewissen Rahmen natürlich schon vorhersehen, was dort auf uns zukommt, weil sie die Gabe des dritten Auges hat. Hoffentlich nicht so, wie es in dem Spiel... Oh Gott, wie hieß es? Ah, dieses fantastische Spiel, was angelehnt war an die Horrorgeschichten, fällt mir gleich noch ein. Naja, fällt mir garantiert noch ein. So, wir sollen einen Blick in die Chronik werfen. Hier, das ist unsere Chronik. Hier sehen wir alles, was zum einen wir schon erledigt haben und was noch vor uns liegt. Denn die Seherin weiß, dass wir später noch in den Dschungel von Schuld können. Aber erstmal sollen wir hier die Belohnung abholen, weil wir die Aufgabe der Brücke des schlafenden Drachen absolviert haben. Dafür kriegen wir eine Schriftrolle des Lebens und ein Symbol der Savras. Eine mysteriöse Münze. Yay, bitte. Auch die Rückkehr der Krone haben wir absolviert. Da kriegen wir eine zufällige Reitinsignie und ein weiteres Symbol von Savras. Wir werden viele Taten vollbringen. Turmviertel, da müssen wir als nächstes hin. Und da kriegen wir dann entsprechend immer jedes Mal, wenn wir hier ein Gebiet absolvieren und die verschiedenen Aufgaben auch machen. Also turbulente Zeiten und der Pestturm. Hier, na, dann kriegen wir immer wieder Belohnungen. Und jetzt können wir mit ihr reden. Und ja. Ich soll euch über die Geschehnisse aufnehmen. Du bist doch eine Hellseherin. Apropos, der Hellseherin. Beschädigte Splitter des... Ach, das ist das Problem. Sie hat ihre Seherkugel nicht. Und wir wissen ja alle, ohne eine Seherkugel wird das alles nichts. Also suchen wir mal ein paar Splitter und mit den Münzen, die wir sammeln, können wir uns denn diese verschiedenen Sachen holen. Zum Beispiel Mistrill, ein Begleiter, ein grüner, ein graues, grünes Pferd oder die Kugel des dritten Auges, ein Artefakt.
Aber dafür müssen wir erstmal weiter Dinge in der Chronik absolvieren. Hi, Kahana! Schön, dass du da bist. Frage an den Ström. Sortent hat gerade geschrieben, dass mein Stream laggt. Was sagt ihr im Stream? Wie ist laggt der Stream? Bitte mal, also ich sehe kein Laggen. Das, die Frage ist, wenn es wirklich laggt, müssten wir was ändern. So, wir haben eine neue Kraft. Das bedeutet, wir können eine neue Fähigkeit verbessern, eine weitere. Wir verwenden ja momentan brennendes Licht auch hin und wieder. Da können wir natürlich auch mal ein bisschen mehr Schaden anrichten. Das kommt immer gut. Okay, Schledi und Xer sagen, dass es nicht laggt. Das heißt, es wird vermutlich... Bei Tommy laggt es auch nicht, denn wird es wohl bei dir sortend lokal sein. Warte mal. So. Also, Nox. Ach nee, das ist ja immer noch die, wollten wir nicht. Wir sollen jetzt mal... Ich glaube, wir gehen mal... Ich glaube, wir gehen noch zur Kanalisation. Aber wir haben so viel heute schon erledigt. Ich glaube nicht, dass wir heute noch mehr erledigen können und wollen. Wir brauchen auch wieder ein bisschen Ruhe. Unser Paladin muss auch mal ein bisschen ausruhen. Ne, seinen Schönheitsschlaf nehmen, sonst sieht er bald so aus wie ein Zwerg. Und das will ja keiner. Deswegen würde ich sagen, mit dem Blick auf diesen schönen Baum, den wir später auch noch... Apropos, warte, ganz kurz. Diesen Turm hatten wir das letzte Mal von dort oben, von der Mondsteinmaske. Hatte ich mir den angeschaut, vor zwei Folgen oder vor einer Folge, ich weiß nicht mehr so genau. Und hatte gesagt, den kenne ich, der kommt mir bekannt vor und ich wusste nicht mehr, welcher das ist. Und Schledi hatte angemerkt, das ist der Turm des Trostes, das ist der Pestturm aus dem... Gebiet, oder da kommen wir später noch hin, wenn es um die Zauberpest geht, wo die ganzen Verseuchten hingehen können, und dort führt uns auch noch unser Weg hin, das ist der Turm des Trostes, da geht es noch hin. So, aber für heute ist es genug, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an die Hinweise und Tipps und alles, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, euer Kaninchen, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!